Willkommen zurück zu Ron's Human und unserer kleinen Telefongiga. So, jetzt passt mal auf. Nachricht, und jetzt passt mal, diese Radiowelle gefangen. Unterschied zwischen Tag und Nacht ist der Unterschied zwischen dem Sonnenlicht und Blinken. Mhm. Das Telefon klingelt um 19 Uhr und das Licht klingelt an den Bitrate der Telefonzelle. Ich habe den Hörer abgenommen. Okay, das heißt, wir müssen eigentlich um 19 Uhr wieder hier stehen. Ja, haben wir die jetzt auf der Karte markiert, jawohl. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Weil dann müsste man nämlich warten, bis 19 Uhr ist. Und das mag ich so, sowas mag ich nicht. Ne, das ist, weiß nicht. Ja, hier wird es wahrscheinlich das Gleiche sein, oder? Ja, dann müsste man um 19 Uhr wieder da sein. Passt mal auf, lass mal dran lang gehen. Da müssten wir jetzt halt praktisch wahrscheinlich alle finden. Hinten ist nochmal eine. Ja. Ne? Sei um die Uhrzeit da und da und das und das. Und das mochte ich damals an Lost Ark schon nicht. So, laut wesentlichen Erkenntnissen liegt die normale menschliche Höhenfeld zwischen 200 Hertz und 20.000 Hertz. Okay. Haben wir da jetzt noch was? Die haben wir jetzt. Jetzt passt mal auf, was steht denn hier? Welcome. Gut. So, dann haben wir die jetzt. Die hatten wir auch schon angeklickt. Da vorne ist noch eine. Also ich weiß nicht, irgendwas hat sich geändert nach dem Update, weil auf einmal dieses komische Ding da angeht, immer. Immer wieder. Naja, also wenn man so ein Ding vorbeilaufen. Ah, perfekt. Season-Reise abgeschlossen. Halt. Wunderbar, dann haben wir die abgeschlossen. Dann fehlen uns jetzt nur noch 30 Punkte. Und das machen wir mit der Waffenkalibrierung. Ne? Sehr schön. Das heißt, wir marschieren jetzt weiter. Wir machen erstmal den Boss hier vorne. Okay. Sehr schön. Ich glaube, man muss abends da sein, so wie ich das jetzt richtig verstanden hatte. Ich habe das auch nachgeguckt. Also keine Sorge. Weil kein Plan. Ne? So, der dürfte für uns jetzt aktuell kein Problem sein. Der ist allein schon nur durch unseren durch unser Feuer gestorben. Nehme ich mit. Also, wir gehen jetzt mal ganz kurz wieder hier zurück. Dann haben wir hier wieder so ein Frachtgerangel-Scheißdreck-Ding. Muss ich euch auch nochmal sagen. Ich habe mir die Mod geholt mit diesen komischen Dingern. Ja, also mit diesen Sprossen, wo man das sammeln muss bei diesem kleinen Event. Jetzt weiß ich nicht, vielleicht weiß das der ein oder andere von euch. Ich habe keinen Plan, was da abgegangen ist, weil ich habe mir die Mod gekauft und habe auf einmal in den Nebeneffekten was ganz anderes gekriegt. Aber war komplett anderes. Und klar ist die Mod oben drin ganz geil. Das war die Waffenmod, die zeige ich euch mal ganz kurz. Hier. Zack. Die hier, Flammensägen, ja, also die Tötung von Gegnern mit Verbrennung regeneriert 5 LP. Ist ganz cool, nice to have. Aber unten drunter, normalerweise in den Nebenattributen, war dann eben Auslösungschance höher, länger halten und, Verbrennungsschaden und da kam das dabei raus. Keine Ahnung. Da war ich schon hart enttäuscht. Muss ich euch ehrlich sagen. Also da war ich wirklich, wirklich, wirklich hart enttäuscht. Das macht keinen, also es hat wirklich keinen Spaß gemacht. War sau komisch. Jetzt hätte ich eigentlich mal, jetzt pass mal auf, lass mal Optionen gucken. Ton. Hat er mir irgendwas umgestellt? Radio.
Nee. Keine Ahnung. Weil das Geräusch kenne ich normalerweise nicht. Keine Ahnung. Das passt mal auf. Ich gehe nochmal ganz kurz zurück. Es tut mir leid. Ich habe vergessen, ein Foto zu machen. Ah, das ist aber ein ganz ekliger Ton, hey. Ah. Wartet mal. Was ist denn das für ein... Wir gehen einmal weiter. Das ist ja ein ganz ekliger Ton. Den kenne ich ja gar... Alter! Den Ton kenne ich ja gar nicht. So. Weil das Foto möchte ich gerne mitnehmen. Als Thumbnail. Das passt mal auf. Aber was ist denn das für ein komischer Sound? Einstellungen, Ton, Gesamtlautstärke, Musik, ja, Speziallautstärke, Dialoge, Fahrzeug, Radio. Ja, das kann ja nur das sein. Das ist ja ekelhaft. Voice Chat Team. In der Nähe, nee, machen wir so. Okay. Ja, dann müsste ich das hier rausnehmen und dann nehmen wir auch uns den Sound. Alter, das ist ekelhaft. Den Sound raus für das Ding. Fürs Gewehr. Ne? So, dann sehen wir jetzt gerade mal ganz kurz, wie ich das Thumbnail mache. Aber nur ganz kurz. So. Ja, das ist ja jetzt mal ekelhaft. Krass. Also mir ist das gar nicht so bewusst geworden. Ja gut, das Radio unten hängen sie jetzt noch an. Ne, das ist, war jetzt auch bei dem Patch dabei, weil das war vorher auch nie. Obala. Also könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, aber dann haben die da irgendwas geändert. Weil das habe ich vorher nie gehört, auch bei den anderen Aufnahmen nicht. Oder wenn ich so für mich gedattelt habe. Habe ich das auch nicht gehört. Also keine Ahnung. Ekelhaft. Ja, da, ist aber ein bisschen. Ja, aber ich will doch jetzt nicht extra das alles rausnehmen. Wisst ihr, was ich meine? Ja, das ist ja doof. Dialoglautstärke ist okay. Fahrzeuglautstärke ist auch in Ordnung. Da draußen geht es auch voll ab. Klavierlautstärke von mir aus. Können wir aber mal auf 70 machen. Aber man kann das hier nicht einstellen. Nur halt das. Oder halt die Gesamtlautstärke. Ja, das ist ja ekelhaft. Ja, das ist ja doof. Naja. Also, dann gehen wir mal da hoch. Wo hatte ich denn das hingestellt? Wo habe ich den Point gesetzt? Ne, da seht ihr eigentlich mal, wie wenig unterwegs los ist auf dem Server, wenn die Dinger hier schön rumfahren. Wo haben wir denn das hingesetzt? Da müssen wir dann auch nochmal hin. Das machen wir dann alles in Ruhe. Das war bei der Stadt in der Nähe. Oder sind jetzt auch meine ganzen Dinger da weg? Ja, die sind auch weg. Oder? Ah, ne. Muss nur weiter reinscrollen. Okay. Dann habe ich nichts gesagt. Wo habe ich denn? Wo habe ich denn? Wo habe ich denn? Hier ist Wolfram und Alu. Dann gehen wir hier hin. Das Zeug findet man überall, ne? Aber da habe ich so für mich alles so mal gefunden. Deswegen habe ich mir das mal markiert und dann war gut. Na? Wie sieht der Bohrer aus? Das sieht auch noch in Ordnung aus. Wir brauchen eigentlich noch Chiffren. Eigentlich. Damit wir den anderen Bohrer da machen können. Wo ist denn das Ganze? Ach, dieses. Also, ne? Das geht mir schon hart auf den Sack, auf gut Deutsch gesagt. Dieses. Bzz, bzz, bzz.
Es war doch vorher nicht so laut. Komisch. Das ist ein Verkaufsautomat. Es tut mir echt leid, wenn einer von euch weiß, wie man das ausstellen kann, ohne dass ich hier die Gesamtlautstärke runter machen muss von dem ganzen Ding, dann sagt mir das bitte. Wäre echt cool. Nein, das ist Silbererz, das brauchen wir nicht. Sag mal, war hier gerade einer und hat alles weggemacht, oder? Das Blöde ist, ich hab ein paar Fähigkeiten neu gerollt. Und da hatte ich eins weggemacht mit Bergbau, ne? Für Abbauäxte. Da habe ich mir gedacht, okay, hey, das sind nur Abbauäxte, die benutze ich nicht mehr. Ich benutze den Bohrer. Jetzt zählt der Bohrer aber auch zu den Äxten darunter. Deswegen machen wir jetzt ein bisschen weniger Zeug. Also manchmal die Beschreibung davon ist auch, hätten sie die Bohrer noch hinschreiben sollen. Deswegen machen wir jetzt nicht mehr so viel. Sag mal, ist hier einer durchgelaufen und hat gefarmt, oder? Oder haben die hier was geändert, oder? Und dieses... Hier hat man ja das letzte Mal gebaut. In der Nähe war das hier, weiter vorne, glaube ich, war's. Ja, wo dieses Zwischenvideo, Folge 24. So. Kriegen wir das zusammen, dann kriegen wir diese LMG. Und dann könnte man da nochmal dann gucken, zwecks den Mods, weil da brauchen wir dann wahrscheinlich neue. Ja, da vorne habe ich irgendwo gebaut gehabt. Und dann brauchen wir ja Wolfram für die neue Munition, die habe ich nämlich auch schon freigeschaltet. Wo man Wolfram und Ding zusammen macht. Schießpulver. Und die möchte ich schon gerne benutzen. Ach, das ist Zinnerz, naja. Nehmen wir es halt mit. Und rein theoretisch müssten wir dann eigentlich nochmal so einen Verkaufsautomaten bauen und dann ab dafür. Vor die Stadt stellen und sowas und dann mal gucken, was wir da verkauft bekommen. Damit man da 20.000 macht, das ist halt... Weiß ja nicht, wie man da 20.000 machen soll. Ohne Baupläne. Also ohne ein Ding. Ne, doch, ne, hat man hier in der Nähe. Irgendwo hier in der Nähe hat man gebaut. Ich habe keine Ahnung mehr. Ne? Weil ich habe jetzt schon ein paar gesehen gehabt, die haben halt eben Baupläne drin und dann ist es halt schwierig. Das kann man eher nochmal mitnehmen. Aber naja. Das ist halt so das Ding jetzt, ne? Würden wir mehr Spieler auf dem Server haben, also so, dass wir auch die neuen Spieler auf die Server kommen könnten, wäre das alles nicht so problematisch. Aber so, erinnert mich das hart an New World. Weil viele sind jetzt schon weit im Endlevel fortgeschritten und alles. Die farmen jetzt praktisch nur noch die Mods vielleicht noch ein, zwei Waffen. Und das war's. Und das ist wie New World. Kaum Neuanfänger, man kann das andere Zeug nicht verkaufen und dann hat man halt Probleme. Jetzt könnte man halt hingehen und könnte dann praktisch hier so ultimativen Shit bauen und alles, aber das müsste ich auch erstmal gucken, wo wir das herkriegen. Ich meine, wir müssten ja auch, so wie ich, wo wir jetzt geguckt hatten, auch hier 10 legendäre Mahlzeiten herstellen. Dafür brauchen wir aber mutiertes Zeug. Und da müssten wir eigentlich auch wieder gucken, wo wir es herkriegen.
Weil ab und zu hat man mal Glück und man kriegt aus dem Anbau was Mutiertes. Beziehungsweise man nimmt dann noch den Spezialdünger dazu. Dann geht das natürlich auch. Aber naja. Alles nicht so geil. So. Reicht halt alles nicht, was wir haben, ne? Wir haben gerade noch 700 oder so. Das sind nur ein paar Bachen. Ich glaube, da müssten wir jetzt noch das Buff-Food mitnehmen. Und mit dem Buff-Food könnten wir auch nochmal mehr rausholen. Das ist auch sehr hübsch gebaut hier. Ja, eigentlich hat er es ja richtig gemacht, ne? Eigentlich hat er es ja richtig gemacht. Unten verteidigt er alles. Ne? Und oben ist der Rest halt. Sieht nur halt sehr komisch aus. Aber schöne Fläche. Ne? Zum Bauen. Ja, und die haben halt hier alle Öl und alles, ne? Aber naja. Tut nicht zur Not. Wir machen jetzt hier unser Zeug. Weil wie gesagt, es muss halt auch mal sein, ne? Also, ich habe jetzt sehr viel herausgespielt und habe sehr viel jetzt auch im Stream gespielt gehabt. Das waren, glaube ich, auch jetzt knapp an die 16 Stunden. Die ganze Zeit, wo wir im Stream in 2 Tagen gespielt haben. Und irgendwann mal, ne? Ich bin auch jetzt mal ganz ehrlich zu euch. Das heißt nicht schon wieder, dass ihr gleich alle wieder abhauen könnt, weil das denke ich mir mal auf dem Guide-Channel. Ja? Wenn ich dann einmal was anderes bringe, ein anderes Spiel, zum Beispiel Thrones of Liberty. Meine Community ist ja in der Hinsicht da aufgebaut von Thrones of Liberty, also nicht von Thrones of Liberty, aber sonst so halt New World und sowas halt, ne? Solche MMOs. Also klassische, neuklassische, sagen wir es mal so. Und dann bringe ich einmal was anderes. Ja, weil jetzt gerade zum Beispiel bei Thrones of Liberty aktuell nichts gibt, weil das Spiel ist noch gar nicht draußen. Ich kann jetzt großartig nichts drüber bringen. Dann bringe ich einen neuen Anfänger-Guide von Ron's Human, einen überarbeiteten, und dann gehen sie schon. Weil sie denken, ja nee, der macht den Content nicht mehr. Ja nee, Leute, ich mache den Content schon, aber ihr müsst halt auch mal warten. Wenn ich nichts habe, kann ich nichts machen. Und das ist nicht böse gemeint, aber sowas ist manchmal echt frustrierend. Muss ich euch ehrlich sagen. So. Ne? Kurz gemeckert. Dann ist wieder gut. Rüberschwimmen bitte. Auf sowas hätte ich dann auch irgendwann mal Bock. So eine Art, oh, das ist auch sehr schön gebaut. So eine Art, kleine Burg bauen. Ne? Wäre auch ganz cool. Also, auf was ich hinaus wollte ist, ich kann euch nicht versprechen, dass ich Season 2 spiele. Ja, vielleicht haue ich es mal so zwischendrin einmal durch. Oder es wird dann so passieren, dass wir Season 2 spielen von Ron's Human. Ich das aber nur hier als LP spiele. Ja, das heißt, ich werde das nicht im Stream spielen, ich werde das nicht nebenher spielen, sondern nur hier in der Aufnahme. Das heißt, dann heißt das wirklich so. Eine Aufnahmesession, 7 Videos, a 25 bis halbe Stunde und das war's für die ganze Woche. Ne? So. Weiß ich noch nicht, weil das nämlich in dem Zeitraum auch stattfindet, dass Thrones of Liberty kommt. Und das ist halt, ich mag wirklich sehr gerne Ron's Human. Wirklich, wirklich, wirklich sehr gerne. Aber irgendwann mal ist man an dem Punkt. Oh, scheiße, jetzt ist das Ding kaputt. Jetzt müssen wir eh zurück. Irgendwann mal ist man an dem Punkt, auch bei Ron's Human, dann ist man durch. Ne? Dann bockt das auch nicht. Klar, viele mögen sowas. Ich mag es jetzt auch, aber auch nur teilweise dann. Dann kann man nur noch neue Waffen und neue Rüstungen grinden. Das war's. Ja, und aktuell sind wir jetzt auch hier. Das heißt, es ist einfach nur mal Ressourcen grinden und. Warum sind die so gelb, grün? Warte mal. Na, also nicht falsch verstehen oder so. Es hat einfach nur was damit zu tun. Keine Ahnung, was die macht. Ist irgendwas kaputt gegangen? Nö. Okay. Hat einfach was damit zu tun. Es gibt halt großartig dann keinen Content, ne? Und alles. Und ja, irgendwann hat man dann auch alles in Anführungsstrichen schon mal gesehen, ne?
Und da, wie gesagt, das ist ja nicht böse gemeint und alles. Ich mag das Game. Ich mag das Game sehr, sonst würde ich kein klassisches LP davon machen und keine Guides davon machen. Na? Das würde ich alles sonst nicht machen. Oh! Sehe ich als erstes, unsere Demontagebank ist noch zerstört worden. Ja. Ne? Also bitte nicht falsch verstehen. Die können wir mittlerweile eigentlich auch drinnen reinstellen. Ne? Nicht nur, dass wir einfach mal was zu stehen haben hier drin, sondern, ja. Sieht halt auch einfach cool aus. So. Dann einmal alles rein hier bitte. Haben wir hier noch irgendwas? Nö. Die hier könnten wir eigentlich jetzt auch mal wegmachen. Die brauchen wir nämlich nicht. Kriegen wir leider keinen Bauplan raus. Und hier auch nicht. Die hier möchte ich eher mal aufheben. Weil wegen der Verbrennungsschaden und die, ja. Ne? Passt. So. Was haben wir hier so schön? Ist nichts mehr. Okay. Müssen wir oben nochmal eine Kiste bauen. Ne? Das kommt auch nochmal hier rein. Für die ganzen Ausrüstungsgedöns. So. Das kommt noch alles hier rein. Und das kommt noch alles hier rein. So. Und als nächstes müssen wir das andere mal angehen dann. Also ja, jetzt habt ihr es gesehen. Wir kriegen jetzt ungefähr 274 raus. Das ist halt gar nichts. Also überhaupt... Also die Sounds sind anders, ne? Die haben das überarbeitet. Das ist halt gar nichts. Ne, weil, guck mal, wenn wir jetzt hier kalibrieren würden, das Ding, ja, wir brauchen allein schon 42 nur für das. Wir brauchen noch 4 Level. Also ist das schon bitter. Die kann leider nur 7 machen, ne, und die kann halt 10, deswegen müssen wir das so machen. Die Ausrüstungskiste können wir nochmal hinstellen. Lagern. Wäre halt auch noch geil, wenn sie es auch noch einführen würden für die Rüstungskiste. Praktisch auch so wie... praktisch das da. Ne, sowas zum Aufhängen oder halt von mir aus so ein Klamottenschrank oder so, das wäre auch schon, das wäre auch nochmal ganz geil. Ah, das haben wir gerade ausgerüstet. Die da kommt da rein. So, weil das wäre auch ganz cool. Ne? So. Ich bin jetzt gerade am überlegen, ob wir es jetzt mal tauschen werden. Stromanlagen. Brauchen wir auch Wolfram. Ne, ihr seht unser kleines Dilemma. Ja, das heißt für uns jetzt halt Wolfram farmen bis zum geht nicht mehr. Ich glaube aber, Ding haben wir haben ja keine Punkte mehr, gell? Ne, keine Chiffren mehr. Was bräuchten wir denn dafür unten? Mit dem Bohrer brauchen wir nochmal 10. Und für die auch nochmal, also nochmal 20 Stück. Dann können wir den fortschrittlichen Bohrer machen. Der ist halt... also effizienter beim Abbau. So. Ja, die haben da irgendwas geändert. Am Sound. Was natürlich geil ist. Also versteht nicht mich falsch. Ich finde das immer sehr gut, wenn sie was am Sound ändern. Ne? So, wir brauchen Aluminium. Wir brauchen Aluminium, weil wir keine Aluminiumwaffen mehr. Ah. Dann machen wir nochmal. Dann haben wir auch nochmal ein bisschen. Ja gut, dann müssen wir jetzt warten. Ne? Dann wird es mal eine ganz kurze Folge, dann warten wir nämlich mal, bis das hier fertig ist. Dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat und dann gehen wir jetzt die nächsten Sachen an, würde ich einfach mal sagen, von der Season, weil mehr geht eigentlich gerade aktuell halt einfach nicht. Der Bauplan, das ist mir, ne, da kriegen wir dann die Schriften, dann können wir dann den anderen machen. Können nochmal Erkundung gucken. Fischarten, das könnte ich mir nochmal angucken. Ne? Nebenher. Das gucke ich mir nebenher nochmal an. Also, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss mit Öl.